Hallo, ich bin's wieder, der Stefan. Und heute möchte ich euch zeigen, was passiert, wenn man Wühlmäuse im Garten hat. Seht ihr hier einen Stachelbeerstrauch? Dann haben die Wühlmäuse unten die Wurzeln angeknabbert. Und dann stirbt natürlich das Bäumchen, ja. Und was man dagegen tun kann, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar habe ich seit der Zeit jetzt meine Bewässerungsart verändert, nicht mehr beregnet, sondern ich mache jetzt kurz mal an, dass ihr seht, was passiert, wenn man das Wasser laufen lässt in die Gänge und dann flutet man diese Löcher von den Wühlmäusen und die verschwinden dann. Mache ich hier kurz die Pumpe an. Ja, da habe ich eins zu viel angemacht. Kann ich den ausschalten. So. Und zwar, hier seht ihr, das habe ich im anderen Video schon gezeigt, meine Bewässerung. Das wird hier eingespritzt in diesen Korb. Der Korb verhindert, dass die Erde ausgespült wird. Und dann verteilt sich das Wasser in den Gängen und da, wo ein Loch ist von den Wühlmäusen, wird das geflutet und die Wühlmäuse verschwinden. Dieser Strauch, der war letztes Jahr in der Blüte, hatte auch Früchte und auf einmal merkte ich, dass die Blätter sich kräuselten und die Früchte sich zusammenzogen und da wusste ich, oh, die Wühlmäuse waren an den Wurzeln und dann stirbt die Pflanze. Ich habe sie jetzt noch nicht rausgemacht, aber das werde ich jetzt erledigen und ich will euch nur zeigen, wie man die Wühlmäuse ohne Chemie oder irgendetwas sich vom Garten fernhalten kann und das geht, wie gesagt, mit dieser Bewässerungsleitung. Diese Gräben und wie gesagt, im anderen Video habe ich das schon gesagt, der Vorteil ist, die Erde bleibt länger warm. Das ist gut für die Pflanzen, da wachsen sie besser und sie schrecken nicht so schnell ab durch das kalte Wasser. Und die Wühlmäuse verschwinden, also jetzt ziehen sie weg. Ich wollte euch nur das Resultat zeigen, was passiert, wenn man die Wühlmäuse hat und sie nicht gleich wegschickt wieder mit dem Wasserstrahl. Dann sind die Pflanzen kaputt. Ich hoffe, ich hatte euch einen guten Tipp gegeben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.